Stumulophus meleagris ist eine Schirmqualle aus der Ordnung der Wurzelmundquallen. Die Konsistenz ist fest und steif gelatineartig. Die mittig an der Unterseite des Schirms liegende Mundröhre ist ebenfalls fest und steif, von ihr teils verdeckt befinden sich dort 8 hervorstehende Mundarme. Diese Qualle ist ein sehr aktiver, ein schneller und guter Schwimmer. Mit einem Durchmesser von bis zu 25 cm ist sie relativ groß. Die Lebensdauer beträgt etwa 3 bis 6 Monate. Sie sind von Neuengland bis Brasilien auf der westlichen Atlantikseite, von Südkalifornien bis Ecuador auf der östlichen Pazifikseite und im Westpazifik vom Japanischen Meer bis zum Südchinesischen Meer verbreitet. Aus dem Wasser wird als Nahrung Zooplankton ausgefiltert. In Ostasien ist diese Qualle schon über 1000 Jahre eine Delikatesse. Stumulophus meleagris ist eine der wenigen Quallen, die zur kommerziellen Weiterverarbeitung gefangen wird. Nach einer Behandlung mit Kochsalz und Alaun und anschließender Spülung mit Wasser sind die Quallen küchenfertig. Gefallen euch meine Videos, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Love nature.